Wie man im Hintergrund gerade sieht und glaube ich auch so ein bisschen hört, wir sind noch fleißig am Werkeln. Die Bahn steht, die neue Bahn. Wir malen jetzt gerade so ein bisschen. Die Bahn muss natürlich neu bemalt werden, die neuen Sponsoren müssen drauf. Aber auch das ist alles im Zeitrahmen und überall wird ein bisschen noch gewerkelt, damit am Donnerstag alles fertig ist. Das ist tatsächlich jetzt endlich mal wieder eine neue. Wir haben die andere über viele, ich glaube knapp 8 Jahre jetzt genutzt, mehrfach nutzen können, was sehr viel nachhaltiger ist, und jetzt mussten wir uns aber entscheiden, irgendwie eine neue Bahn zu bauen, damit es dann eben wieder so schön wird für die Fahrer, wie es auch war. Vielleicht müssen wir mal gucken, vielleicht fällt ja auch der ein oder andere Rekord jetzt mit der neuen Bahn, man wird sehen. Naja, die Bahn ist 166,66 Meter lang, das ist relativ kurz und führt eben dazu, dass die Kurven recht steil sind. Also wir haben 53 Grad Kurvenneigung, das ist schon relativ viel, und wenn man daneben steht, mal direkt neben der Kurve, erst recht viel. Und was das zweite Problem ist, dass man in beide Kurven quasi blind reinfährt. Wir haben auf der einen Seite die Bühne stehen, auf der anderen Seite die Corona-Lounge, und man kann einfach nicht sehen als Fahrer, was passiert gerade in dieser Kurve. So. Und da gehört schon einiges an Mut zu, mit einer sehr hohen Geschwindigkeit in diese Kurve reinzujagen. Es ist natürlich so, wenn man auf so eine Veranstaltung hinarbeitet, dann will man ab einem gewissen Zeitpunkt auch, dass es losgeht. So. Und wenn man in die Halle kommt, jetzt riecht irgendwie, dass die neue Bahn drin ist, dass das Holz riecht, man sieht, überall wird gewerkelt, dann will man jetzt auch langsam, dass es losgeht, und dieses Kribbeln steigt jetzt. Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum man sich entscheiden soll. Entweder ist man großer Sportfan, dann findet man hier was. Oder man ist großer Showfan, dann findet man auch was über die 6 Tage. Oder man war noch nie da, dann muss man erst recht hier, um einfach mal zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Und dann wird man, glaube ich, nach Hause gehen und kann dann entscheiden, bin ich eigentlich Showfan, Sportfan oder vielleicht sogar beides.